So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft und heute zu Gast Tobi. Hallo Welt. Ja, hallo Welt. Ja, immer, ne? Erstmal so schön Hallo sagen und erstmal schauen, wo bin ich hier, Mann. Bin irgend so einem komischen Schneebiom gezockt. Ja, da bin ich auch gespawnt, wo ich gestartet habe, das Let's Play. Ja, ich finde das echt super mit dieser LAN, dass man sich da einklicken kann direkt. Ja, da kann jeder zu Gast, das sollte der Gronkh vielleicht auch mal machen. Ach, ich, ja, mit der. Meinem Gronkh, ich rede hier zu viel in meinen Let's Plays über Gronkh. Ja, Minecraft Gronkh. Minecraft bringt man schnell in Verbindung, ne? Hä? Bringt man sehr schnell in Verbindung mit. Ach, oh, meine Katze, mach mal wieder Müll, Gary, halt die Klappe. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade Player baue, aber... Warte, ich schmeiße mal kurz raus, die kratzt gerade an meiner Tür. So. Das war ziemlich radikal von dir. Das war echt radikal. Ich verhungere. Das kann ich so nicht dulden, mein Freund. Was machst du gerade? Ich weiß nicht, ich baue irgendwie random jetzt gerade Clay ab. Wow. Weil es gerade so schön angeboten hat hier beim Spawn. Boah, geil. Wir könnten einen Apfel essen. Ja. Clay ist ja so selten, Mann. Ist mein Apfel? Gut, dass wir den gerade gefunden haben. Ach, sie wackeln. Wo so, könnten die wohl? Ich wollte in dem Part Holz sammeln, du kannst mir helfen, wenn du willst. Holz? Ja, Holz sammeln, ich brauche eine Menge Holz für mein Haus. Ach, deswegen hat er mich zu seinem Netz. Jetzt habe ich dich erfrischert. Nein. Jetzt habe ich dich erwischt, mein Freund. Nein, ich soll für dich Holz hacken gehen, während du dir dein schönes Leben da hier machst. Ja, alles nein. Verbrasselst. Das ist eher nur ein unglücklicher Zufall, das musst du verstehen. Das behaupten sie alle und am Ende sind sie schwanger. Du kriegst übrigens keinen Lohn dafür. Was? Ja. Ich geh zum Arbeitsamt. Ich geh zum Arbeitsamt. Und ich geh gleich vor Gericht, Mann. Du hast mich doch erpresst. Du bist doch zu mir gegangen und hast mir eine Knarre vor den Kopf gehalten. Was mit deinem Let's Play mitspiel? Ja, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, mein Freund. Was redest du da? Das habe ich nicht getan. Das zahle ich dir heim. Übrigens spielen wir jetzt mit der Version 1.3.1. Die neueste. Am 1. August. Mhm, genau. Ja, wir haben schon August, Tobi, da staunst du, was? Nein, ja du. Bei mir geht die Zeit so schnell rum, ich weiß nicht. Bei mir auch, ich weiß auch nicht. Ja gut, ich bin auch den ganzen Tag unterwegs, also. Ja, und ich lieg den ganzen Tag im Bett und penne. Ja, du Assi, du. Hey, Alter, sag nie Assi zu mir. Okay, du sozialer Pflegefall. Um es mal korrekt auszudrücken hier. Pflegefall, Hey, wo bist denn du? Ich habe hier so ein Haus gefunden, da ist irgendwie so eine Deutschlandflagge drauf geklatscht. Ja, das ist mein Haupthaus. Ist gerade noch im Bau, deswegen baue ich hier ein bisschen Holz. Also, da fehlen irgendwie ein paar Diamantspitzhacken. Warte, ich komme zum Haus, damit du siehst, ich habe noch einen zweiten Ort irgendwo auf der Map. Ich komme schnell zu dir. Ich brauche eh noch ein bisschen Nahrung. Es dürfte eigentlich mittlerweile schon. Warte. TP. Jetzt fällt auch der Hund draußen, das gibt's doch nicht. Die Tiere wollen mir die Aufnahme versauen. Warte, ich weiß nicht, ob es jetzt. Warte mal, help. Da kann man jetzt auch kommen. Ach, das kannst du, glaube ich, nur du. Schreib mal erstmal T und dann slash help. Nicht. Willst du, dass ich cheate, oder? Nein, ich will, dass du dich her teleportierst zu mir. Das geht ja jetzt seit neuestem. Stimmt. Okay, dann muss ich. Also. Warte, ich muss mal schnell. Okay, was? Slash? TP. TP, ja. Dann schreibst du meinen Namen, also TLX185, wie ich hier heiße. TLX185. Ich sterbe, ist deine Schuld. Nee, funktioniert nicht. Nicht? Nein. Kannst du slash help? Was? Slash help? Wie slash help? Was? Also Schrägstrich help. Achso, ja, stimmt. Nee, warte, ich hab Cheats ausgemacht, genau. Ach, das erklärt alles. Nee, da kann's nicht gehen. Ja. Ich bin hier ein Non-Cheater, ich habe hier noch nie gecheatet. Siehe Part 20 ausgraben. Was war da? Da habe ich mich ausgegraben. Okay. Und ich weiß nicht, was für ein Part. Reicht mir. Was? Der Part ist ausgegraben. Was hast du gemacht? Mich ausgegraben. Okay. Ja, ausgegraben. Bei Game Boy tun sie auch manchmal so Spiele ausgraben. Das habe ich damit gemeint. Ach, okay. Da habe ich die Möglichkeit über Game Boy geredet. Nee, Spaß. Oh fuck, Ich bin jetzt so viel gerannt, jetzt habe ich nur noch 3 Futterleisten. Ja, du bist ja nicht der Einzige, ich habe es ebenfalls. Ich habe vorhin zwar schon einen Apfel gegessen, aber... Alter, ich langweile mich hier. Ich laufe irgendwie random um dein Haus rum, wie verdammt Obdachloser. Du kannst ein bisschen Holz sammeln gehen oder die Schafe ernten.
Moment, ich schau mal, ob du eine Axt da drin hast, in deinem komischen 1000 Ton da unten. Ich glaube, du hast sogar das Let's Play gesehen, gell? Ich schau deine Let's Plays nicht, weil es... Ja, du weißt ja, ich wollte jetzt gerade so einen Spruch von Gronkh bringen, den hat er auch mal gebracht. Da hat er zum Beispiel zu dem Kollegen gesagt, du hast auch das Let's Play gesehen, da hat der Kollege gesagt, ja, alle 16 Folgen. Und dann hat er sich da hat er das immer um eins erhöht. Oh, eine Höhle, schnell weg. Oh, scheiße, es ist für Nacht. Nein! Du hast noch nicht mal eine Axt, du arme Sau. Die alle Äxte hab ich. Verdammte Axt. Scheiße, ich muss zurück. Hey, zwei Diamanten. Lass sie da liegen. Ich bin tabu. Das sind gar keine Diamanten, ich hab die nur verarscht, die sind erst in meinem Inventar. Ich hab aber ein paar Diamanten. Oh, da sieht man eine Höhle durch einen Chunkfehler. Oh, der allseits befürchtete, berüchtigte Chunkfehler. Ich werde sterben. Oh, es ist Nacht. Aber ich bin hier in einem schönen Heim, was nicht mir gehört. Hier geht einfach mal rein und legt mich hin. Ja, so macht man das. So, ja, ich laufe hier ein bisschen in den Nachtraum, es sind immer noch Standardtexturen. Ich wollte zwar, ja, ich wollte zwar im nächsten Part mit, also in diesem Part mit Texture-Pack spielen, aber naja, es gibt noch kein Texture-Pack. Oder keine richtigen guten. Was hast du da für so ein schönes, halbfertiges Dach hier? Ja, das ist im Bau. Das ist ja bezaubernd. Da brauche ich Holz, um das fertig zu bauen. Das ist echt bezaubernd. Deine Handwerkskunst. Ach ja, wir spielen hier übrigens auf Easy, Tobi. Ne? Ich bin hier nicht die Pussy, wie ich im Normalen hier bin. Freut mich zu hören. Ja gut, das wäre auch langweilig. Da kann man gleich irgendwie Stahlbausimulator anschauen. Was ist denn das da? Ey, was? Warte, ich schwimme mal da schnell hin. Wir haben eh nichts zu tun. Ich langweile mich hier in Ast ab, Mann. Aber der will hier. Warte, ich hab da was gefunden. Oh, Spannung kommt auf. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das eine... ein Stuhl. Oh mein Gott, das ist bestimmt eine Mine, oder? Ich weiß sie nicht. Oh mein Sorry, Gott. Dass ich jetzt hier deine spannende... dein Versuch spannend zu wirken irgendwie... Ja, das ist eine Mine, da ist... ...unterziehe, aber ich langweile mich hier. Tja. Ich habe keine Axt. Du kannst ein paar Monster jagen. Skelette oder Creeper oder sowas. Oder ich könnte mir eine Holzaxt bauen, so richtig schäbig. Du kannst meine Sachen sortieren. Okay, jetzt ist rausgekommen, mein Freund. Wieso du mich hier in dem Let's Play jetzt drin hast, nee, nein. Ich soll mich deinen Scheiß erledigen. Nee, mein Freund, das ist dein Let's Play, du machst das. Scheiße, es hat nicht geklappt. Denk nicht so laut. Naja, man kann es ja versuchen. Nein. Wie nein? Ja, nein, du hast richtig gehört, mein Freund, nein. Oh nee, hi, Zombie. Jetzt muss ich... Zombie. Hi, Zombie. Achso, der kommt von mir. Nein! Nein, Zombie, nein! Verstehen? Jetzt muss ich, weil ich ja so ein Weicher bin, auch noch diesen, oh, wie laut diesen Wald jetzt? Hier, wo jederzeit ein Creeper hinter einem Baum sein kann. Warte! Tobi! In deinem Scheißhaus ist ein verdammter Creeper gespawnt. Was? Ich renne halt genau die Tür rein, da macht er halt Boom. Der ist in deinem Haus gespawnt, Mann. Und was ist kaputt? Hä? Was ist kaputt? Der Eingangsbereich. Eingangsbereich. Meine Truhe auch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also es ist von außen das rechte Haus. Forest Run. Ne, warte, ich kann gar nicht rennen. Oh, Zombie. Mann, das ist echt eine Belagerung hier, Mann. Alter, da hat er richtig was weggebombt. Der so, Elende. Ich bin fast da. Dieser. Rette dich. Jetzt wird dein Haus von Zombies verbrannt. Alter, ich werde die mal leise drehen hier. Ich kann mein Haus schon sehen. Home sweet home. Heimat süße Ananas, wie auch immer. Oh. Ich sterbe, ich verhungere. Ein goldener Apfel. Gleich mal essen. Oh fuck, wo kommen die ganzen Zombies her? Ich bin fast da, ich sehe hier ein. Jetzt mal serious. Achso, ich verhungere. Ich verhungere hier. Hilfe! Au! Oh, Pfeil ins Knie! Lass mich in Ruhe! Er weiß, ein bisschen Respekt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin Postbote! Was ist los? Ah, Creeper! Ah. Wo bist denn du? Ach, da hinten rennt der rum, der Zigeuner. Muss ins Haus. Ich komme hinter dir. Mir egal, ich habe eh schon Pfeil ins Knie bekommen, also. Ja, dein Skin passt genau. Aus dem Weg! Danke! Komm, ich hau mit. Boah, ich bin Bruce Lee, Mann.
So, was ist kaputt? Gar ich hau ihn kaputt. Ach, hier fehlt immer noch das Glas. Ist mir auch gerade aufgefallen, aber hier hat er es weggebombt. Ich weiß nicht, der ist hier drin irgendwie gespawnt oder auf jeden Fall. Und das da. Der muss hier drin gespawnt sein. Ja, ist der Tobi übrig, was? Der muss hier drin gespawnt sein, weil ich renne einfach die Tür rein. Plötzlich steht dieser scheiß Creeper vor mir, ich versuche rauszurennen. Da hat er vergebens und da hat es plötzlich. Ja. Kann sein, dass er von oben gekommen ist. Was? Kann sein, dass der von oben gekommen ist, weil da oben ist noch dunkel. Da kann er durch die Leiter irgendwie runtergekommen sein oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand da ein verdammter Creeper vor mir. Ja, gehen wir erstmal pennen, damit die Nacht weg ist, okay? Schön mal. Phobie macht sich bemerkbar. Phobie? Meine Phobie, ja. Das ist doch interessant. Du musst doch den Zuschauern was bieten. Nicht nur die ganze Zeit, oh, das sind Monster. Schnell mal schlafen gehen. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Viecher in der Nähe. Toll. Ja, ein paar tausend Zombies, ne? Wie in Deathset. So, Tür zu! Ich hab hier ein Feuerzeug. Okay. Leg das. Dieser Blick. Nein. Leg es zurück, Timmy. Du hast ja eh nur ein Bett, also wie soll man da. Nee, ich hab da ist ein Bett und da ist ein Bett. Ich hab gerade ein neues gebaut. Schlafen wir auf dem Dach. Können wir den Stern anschauen? Den schönen Sternenhimmel können wir uns da schon anschauen. Alter, da ist ja ein richtiger Armee da draußen. Echt? Ja, mal, komm aufs Dach. Warte. Ist da nichts im Dach? Ne? Nichts, Tatsache. Komm mal, Alter. Das ist voll die Armee. Voll die Armee. Oh, fuck, pass auf die Spinnen auf. Hört mir, obwohl, können Skelette nicht so weit schießen? Ich weiß gar nicht. Kannst du ausprobieren. Ach ja, ich kann dich übrigens nicht mehr runterschubsen, ne? Das ist das. Ja, ich weiß. Warte, probier's mal nochmal. Das soll es irgendwie so einen Bug geben, wenn ich ganz am Rand stehe und versuche mich runterzuschumpfen. Dass da irgendwie bei dir angezeigt wird, dass ich runterfall. Aber ich falle in Wirklichkeit gar nicht. Ach, das ich glaube, ich angle mir schnell einen Creeper. So. Angle mal einen Bogenschützen. Wir sehen, ob er da hochschießen kann. Ich habe schon gefragt, ob wir in den Nether gehen sollen, jetzt da du da bist. Was? Nether? Ja, ich habe ein Portal auf der Welt hier irgendwo. Okay, also, wenn wir jetzt in den Nether gehen, dann ist unser Tod gewiss. Ich weiß. Ach, übrigens hier, ne? Oh mein Gott, es sind zwei Diamanten vom Himmel gefallen. Oh mein Gott, oh mein Gott. What the fuck? Das sind die Nachbarn. Die wollen eine Beschwerde einreichen. Mitten in der Nacht, ich krieg hier einen Rappel. Was wollen die von mir? Hi, Nachbar. Tschüss, Nachbar. Es ist schon spät. So, Schlafzeit. Hast einfach die Tür eingetreten, ich glaub's nicht. Da ist wieder ein Creeper. Da ist ein verdammter Creeper im Keller. Im Keller, was? Im Keller. Fuck. Der steht auch richtig Creeper. Oh Mann. Der kommt bestimmt vom anderen Haus. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist auf die gleiche Weise gekommen wie der andere. Scheiße, wie kriegt man den jetzt weg? Oh fuck. Oh, Spinne. Fuck. Wo ist die? Wo ist der Creeper? Hallo? Alter. Die spawnt. Ich werde echt paranoid hier in deinem Haus. Überall höre ich Geräusche und da unten ist ein Creeper. Das ist der Grund, warum ich nicht so gerne auf einfach spiele. So, ich verbarrikadiere mich hier einfach und bleib da stehen, bis alles vorbei ist. Hast du irgendwie ein Schwert oder was? Ich ritz mich jetzt. Was? Ein Schwert ist im Lager. Ja, ich bin gerade unten. Ist da ein Creeper? Ja, der ist da. Ich bin aber auf der anderen Seite. Ah ja. Na ja, gut, es wird wieder Tag. Bringt uns noch nicht viele Creeper sind noch da unten. Hm? Wow! Verdammte Spinne! Stirbst du auch? Jetzt machst du die ganze Arbeit und ich flack hier rum. Ja, genau. Das ist how we do it. Naja, also bei mir kommt es ja nie das. Hallo Creeper. Ja, kaum bin ich, da geht alles schief, ne? Ja, genau. Der Creeper, der steht jetzt hier vorm Eingang. Und der schaut dich gerade an. Ich riskiere jetzt einfach mal und greife den an. Ha! Oh, er kommt hoch. Gibt's irgendwie ein Schwert oder was? Er kommt hoch. Ah! Tja, ich bin nicht schuld. Gut, dass ich aus Stein gebaut habe. Das hätte ich hier. Ja. Ja, mal ein bisschen verrottetes Fleisch fressen. Sehr nahrhaft. Ich muss Fackeln aufstellen. Sehr viel. Die Tür ist offen, Junge! Willst du mich umbringen? Doch schon Arsch offen, da ist noch viel mehr offen, Mann. Was so? Hä? Ach ja, die kann man jetzt erklärt platzieren. Ach, ich glaube, das hast du schon gestern noch im Steam geschrieben, ne? Richtig. Man kann auch Treppen jetzt
Obwohl, das kommt, glaube ich, schon länger. Ach, Schalter gehen jetzt. Wir haben ausprobieren. Komm, ich probiere es jetzt mal mit Schaltern. Ich will jetzt mal ausprobieren hier. So. Was machst du denn jetzt? Schalter mal an der Decke platzieren. Ich will es mal probieren. Schalter an der Decke platzieren? Ja, das habe ich noch nie gesehen hier. Hui! Ah, boah, ist cool. Das awesome! Ich wusste gar nicht, awesome! Ja, ich weiß es, obwohl ich nicht mehr spiele gerade. That's awesome. The pure awesome. Awesome. Warte, ja, das geht noch nicht hier. So, White People ist, es sind auch mehrere. Wahrscheinlich ist im Keller noch einer. Aber das finde ich schade, dass es noch nicht mit Türen geht hier. Sixes. Hm? Das wäre eigentlich schon irgendwie geil. Ja. Dass die Tür so aufgeht, bam, man rausrennen kann. Ich komme mich jetzt gar nicht ins Lager, weil ich so eine Pussy bin. Hallo? Ey, was sucht dieser Holzstamm da unten? Dieser Brocken. Den habe ich hier so platziert, damit ich hoch kann. Da gleich einen Brocken platzieren? Also. Nein, kein Brocken, sondern ein Ding. Jetzt repariere ich einfach mal dieses Zeug da. Bam! 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 Komm, ich lasse mit dem Brocken hier raus und. Ein Schwert. Ja, das ist wieder schön. Ist im Keller was? Der muss schon ein Stein sein. So. Ich bin so einsam, der muss schon aus Stein sein. Ja. Ach Quatsch. Ach Quatsch, mein Freund. Ich glaube, der ist da hinten gespawnt, hier in dieser Lücke da. Da, wo eigentlich die Truhen hinkommen. Machen wir es mal hier so. Machen wir schnell Truhen. Zack, zack, zack. Ich tu mal alles ausleuchten. Genau, mach das. Weil das ist jetzt nicht normal. Boah, das ist eigentlich eine Ruine hier hinten. Ne? Kann ich mir jetzt eine Axt geben oder was? Hm? Der Oxt. Die Axt. Der Holzfäller, wo ich kann dir Scheune geben. Dann gib mir eine. Also welche hättest du denn gerne? Eine verzauberte, eine Steinaxt oder eine Eisenaxt? Oder eine verzauberte Eisenaxt? Verzauberte was, Axt? Ja, ich geb dir die hier. Danke. Boah, die hat sogar Skill. Nee, hat sie nicht. Ich hab ihn gerade verschaut. Fancy und Skill Torch hat sie nicht, nee. Ja, das wäre zu geil gewesen. Oha. Das war der Creeper, oder? Ja. Das ist ein Biest. Fuck. Gewesen. Wuchse. So, warte, ich zeig dir mal die Monsterfalle, da kannst du XP fahren, wenn du Lust hast. Brauche ich nicht, nee. Ich brauche jetzt keine verzauberten Waffen eigentlich. Das reicht, wenn ich meine Höhlenerforschung mache, ein bisschen Erz rausziehe und sage. Hey, du bist eine Höhle, magst du es erforschen? Unterbrich mich halt, du Arsch. Entschuldigung. Ja, jedenfalls, man bekommt so viel verdammte XP, wenn man gebrannte Erze aus dem Ofen rausholt. Ja, das stimmt. Das ist abartig. Und wenn man mal Kohle abbaut. Und ich weiß nicht mehr, ob es jetzt noch so ist. Auf jeden Fall war es in der Pre-Release so. Was ist Pre-Release? Ach. Hört mir aber wieder nicht zu, der Elende. Ich war mit mir selber beschäftigt. Okay, reicht mir. Ich höre irgendwie ein Skelett hier. Wenn der Pampe hier rumschwirrt. Ah, ich weiß auch warum. Ach, deine Monsterfalle, oder? Nee, hier. Was? Direkt vor meiner Nase. Oh, okay. Na, wie geht's? Den hol ich mir sicher, ich hab kaum noch Leben, Mann. Pass auf, du bist eine Wache. Das könnte dich töten, wenn du einen Pfeil ins Knie kriegst. Deshalb habe ich jetzt einen gesunden Abstand eingehalten. Ich leg mich jetzt mit dem Skelett an. Mit meiner Kampfaxt. Nee, komm, ich mach das. Ich wollte über meinen Schatten springen. Ich wollte dem allen ein Ende setzen. Zwar, ich habe ihn schon mit meinem Nahkampf getötet. Aber kein Rückenstich. Frevel! Habe ich Knochen bekommen? Nee, schade. Ich höre hier noch. Warte, ist auf dem Dach vielleicht eine Spinne? Hallo? Ja. Ich schau mal kurz. Ich sehe sie. Und zwar direkt auf dem Dach. Jetzt wird sie dich gleich mit dem Hinterhalt angreifen. Hallo? Die ist da, wo die auf dem höchsten Punkt im Haus. Ich sehe es jetzt nicht. Ich bin gerade auf dem Balkon oder was das auch immer darstellen soll. Ja, das ist noch nicht fertig. Da brauche ich noch Stormbricks dafür. Ich mach's jetzt einfach ganz radikal. Ach, hallo Spinne! Na hallo! Ja hallo! Tschüss! Tschüss! Ich hab sie runtergekickt, richtig boss-like. Und durch den Fallschaden ist er auch noch verreckt. So, wo liegt jetzt dein Auge? Ah, da, direkt vom Eingang. Cool. Ja, das ist Service, mein Freund. Das gibt's nur bei mir. Ich bin der Perfektionist. So, jetzt habe ich wieder 20. Ist zwar nicht viel fürs Erste, aber naja. Mal, oh, welcher ist nichts?
Ach ja, im ersten Stock möchte ich ein Musikzimmer machen. Da kannst du ja, wenn du willst, Platten, also so Spieldinger machen. Okay, was soll denn das? Was soll diese Seite da? Die Dinge sind. Die was? Die Seite. Warte. Die Buchseite. Ich habe sie gerade in der Hand und lese. Das ist mein Tagebuch. P32. Bauen am Amazon. Haus weiter. Ich möchte es fertig bauen. In dieser Aufnahme. Weg von meinem, ja, mit meinem Tagebuch. Das ist privat. Jetzt nicht mehr. Das habe ich normalerweise immer bei mir. Fast wegen einem Black gestorben. So Kneifblick. Keine Ahnung, wie man den nennt. Ja. Lauf jetzt zurück zum Dschungel, um Holz zu hacken. Ich kille gerade ein paar Spinnen, bevor wir zur Dschungel zu... Weiter? Wie kommt man weiter? Ach, ich, Debberle, zurückreisen. Hast du ein Buch geschrieben, oder? Was? Hast du noch nie ein Buch geschrieben? Nein, ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt, das weißt du, mein Freund. Zu greisen, machen wir endlich ein Portal in den Nether. Okay, alles klar. Schön private Sachen in die Öffentlichkeit gelegt, ne? Habe mir gerade ein Was? Nichts. Ein gewachsen? Ein Dein Haare gewachsen? Ja, genau. Das war mir nur zu Haarwachsen. Schwarzpulver, wie wär's mit Sprengstoffen? Ach, Schwarzpulver. Ach, okay, alles klar. Oh, das nehme ich besser mit, bevor du da irgendwelche Faxen treibst. Was und was? Was ist? Was? Was? Ein Tagebuch. Hui! Geh her damit. Ich reiß es dir aus der Hand. Wie so ein elender Bankräuber. Und wegrennen. Nein. Lust auf Cobblestone farmen? Ich muss überlegen, das hört sich so interessant an. Nein. Ich brauche nämlich ein bisschen Cobblestone. Ich brauche ein bisschen Futter, ich bin hier die ganze Zeit. Mein Bett mit. Meine Futterleiste hängt die ganze Zeit nur nach unten. Warte, ich habe da ein Steak. Ich kann dir viel geben. Ich esse einfach mal noch einen Apfel. Ich brauche nicht mehr viel, also. Ja, das passt schon. Na gut. Also jetzt fängt die wieder an zu regenerieren. Ist mein Kürbis eigentlich schon fertig? Nee. Hast du den Ofen da geschoben oder was? Ich glaube, sind das schon verkohlt. Da wachsen meine Kürbisse, aber es ist noch keiner fertig. Leider. Da kannst du vielleicht einen Knochen mehr geben. Ich habe keinen Knochen mehr bei mir. Du hast schon ein Skelett getötet, oder? Ja, da habe ich nur was anderes bekommen, glaube ich. Ne, da habe ich gar nichts sogar bekommen. Keine Ahnung. Ich habe hier mein Gemälde dabei. Hey, schau mal her. Ich zeig dir den Zauber von Minecraft. Ich zeig dir den Zauber von Minecraft, mein Freund. Was? Knochenmehl? Glock? Ich weiß. Glock? Mein Knochenmehl. Nein, mein Knochenmehl. Das sind in Wirklichkeit zerknüllte Papierdinger. Was hast du mit meiner Mutter gemacht? Sie aus dem Keller rausgelassen. Was Nein. hast du mit dem Troll gemacht? Rolf! Lass doch Rolf in Ruhe, Mann! Du kannst die Schafe wieder weiß färben, die habe ich nur wegen der EM gerade schwarz und schwarz-rot-gold gefärbt. Hast du gerade WM oder EM gesagt? Wegen der EM habe ich sie schwarz-rot-gold gefärbt. Ey, man beantwortet deine Frage nicht mit einer Frage. Ist nicht gut. So, alle weiß, oder? Ja. Auch den schwarzen? Ja. Okay, Michael Jackson. Nach dem schwarzen Weiß. Michael Jackson.